So, und jetzt geht's endlich mal weiter. Guck los, Sam. Guck, siehst du mich? Okay, ich muss kurz etwas in den im Sound. Die Musik muss ich etwas leiser drehen. Übernehmen. So. Mir ist nämlich aufgefallen gestern, dass die Gespräche ziemlich leise aufgenommen sind. Deswegen muss ich ja jetzt den Sound etwas ändern. Ein Pilz, ein Pilz, jawohl. Wow, feine. Interessant. Hoppla, wer ist das? Anhalten und Lügen! Ich bin der gefürchtete Räuber-Sanze und verlange Tribut. Aber ich bin ein armer Hobbit vom Lande, ohne Gold. Das hat Sandigmann auch gesagt. Also musste der Räuber einen Stab aus seiner Mühle nehmen. Und jetzt geht sie nicht mehr. Ha. Was für ein Stab? Du kannst den gefürchteten Räuber nicht fangen. Oh, warte, ich krieg dich. Ich krieg dich schon noch. Nein. Komm schon. Krieg dich. Ich hab dich gehabt. So. Jetzt staunst du nicht. Flügelstrafe 9. Robin Leidenfuß. Oh, Pilze. Schöne Pilze. Aber so ist doch die Musik viel angenehmer, finde ich. Und, was ist denn das? Hey, Räuber Sancho. Hallo, Herr Beutlin. Hallo, Mito. Was gibt es denn? Außer kein Beutlin wollte mich mit Ihrem Schirm hauen. Okay. Warum? Ich habe Sancho Stolzfuß und Beutelsend vorbeigejagt. Sie sagte, kleine Raufbolde hätten da nichts verloren. Was hast du gemacht? Als sie wieder wegging, warf ich einen Apfel. Hätte sie auch fast getroffen. Warf mir einen Blick zu, da wäre ich fast zu Steinerstadt und ging nach Wasser auf. Soll bloß abhauen, sage ich. Du solltest diese Äpfel nicht so vergeuden. Du hast recht. Ein Stein wäre besser gewesen. Das meinst du doch nicht ernst, Mintel. Entschuldigung, Herr Beutling. Also dann, lebt wohl. Ich finde das ja echt so super, dass du da einen Apostroph im Untertitel reingeholt hast. Was steht da? Hallo Milo. Hallo Frodo. Kürzlich Elben gesehen? Leider nicht. Was ist mit Trollen? Auch keine Trolle. Gut. Wird Zeit, dass du wieder zu Hobbit-Verstand kommst. Manche sagen, du bist so irre wie dein Onkel. Weißt du, dich mit diesem alten Zauberer abzugeben und so. Verstehe. Dann haben sie wenigstens interessanten Gesprächsstoff. Guten Tag. Naja. Niemand's nimmt. So, jetzt müssen wir irgendwo hin. Halfrost Hornbläser. Hornbläser, ja. Auch wieder. Oh, da steht ja auch. Hey. Bist du da über den Wald kommen oder auch nicht? Naja. So, und wer ist das? Hallo, Hal. Hallo, Frodo. Sehr unterhaltsames Gespräch. Oh ja. Hundertprozentig interessant. Hä? Warte mal, vorher noch den Pilz einsammeln, bevor wir zu ihm gehen und jetzt halt ansprechen. Hallo, Jack. Ich wollte auf Wiedersehen sagen. Ich bin beschäftigt. Tatsächlich? Für mich stehst du nur so herum. Wenn du was von Mühlen verstehen würdest, wüsstest du, dass ich einen wichtigen Bolzen suche, der aus dem Mühlrad gefallen sein muss. Funktioniert die Mühle deshalb nicht? Ja, dass dir deswegen keine grauen Haare wachsen. Nachkraut nach Fehlgeschichte, was wohl? Ich sag's dir, wenn ich ihn finde. Wie sieht er denn aus? Wenn ich ihn nicht finde, dann du schon gar nicht. Aber sieht wie ein ganz normaler Metallbolzen aus. Guten Tag.
Da noch was? Such den fehlenden Metallbrötchen und bring ihn zum Pit. Mal sehen, was sich da machen lässt. Halt, stopp. Nein, nach Wasser aber wie geht's noch nicht. Ich suche jetzt erstmal die Brötchen. Bolzen, nix Bolz. Kein Bolzen. Ey. Hallo, Bolzen. Bolzen, Mann! Huhu. Wo bist denn du? Junge, hast du die Bolzen gesehen? Nö, hab ich nicht. Also, da gehen wir wieder. Hallo, Polo. Ja, irgendwo muss der Boden. Der alte Gutshof. Die alte Gutshof. Mir geht's einfach viel zu gut, wenn ich dieses Spiel spiele. Noch was? Ich habe mir übrigens vorhin noch die Tastenbelegung angesehen. Und zwar haben wir, wenn ich auf F drücke, auch ein Fadenkreuz, mit dem ich Steine werfen kann. Jawohl. Hey, Sam. Sam. Wunderbar. Hey, hast du... Sam, ich kann dich mal fragen, hast du den Bolzen gesehen? Hey, Sammy. Sam weiß. Werden wir bald aufbrechen, Elben sehen? Halt. Müssen wir noch einiges erleben. Sam weiß halt einfach nichts anderes im Herrn. Außer... Dings. Außer Elben. Das kennt man, wenn man den Zeichentrickfilm gesehen hat, denn... den Spielfilm und das Buch gelesen. Ich muss allerdings gestehen, das Buch habe ich nie gelesen, werde ich aber auf alle Fälle noch nachholen. Warte mal. Oh, jetzt spreche ich den einfach mal an. Es kann doch nicht sein, dass er einfach nur sagt. Hallo, Hal. Oh, hallo, Frodo. Ein wunderschöner Tag für deine Reise nach Krickloch. Ja, ich bin zu alt für solche Menschen. Kann ich mal hochklettern, meine Wetterfahne reparieren? Was ist denn drin? Das Ding klemmt. Tut mir leid. Dieser Nichtsnutz Sancho Stolzfuß hat Stöcke danach geworfen. Jetzt dreht sie sich nicht mehr. Ich schaue sie mir an, bevor ich gehe. Das würde mich freuen. Die Leiter steht gleich da drüben. Na, mach ich. Ja. Wunderbar. Immer mehr Quests. Ist doch auch schön. Da ist sie leider. Da. Ach Gott, wieder. Ja, ich guck mir sie an. Hey. Also, die dreht sich doch, was hat er? Abgeschlossen. Werft einen Stein nach Hals Wetterfahne. Ah, okay, ich brauche alle zurück. Wo ist denn die Kamera? Mensch. Sauerei, ey. Jetzt bin ich auch noch runtergeflogen. Wahnsinn. Glaubt man doch nicht. Die Wetterfahne dreht sich wie neu. Schönen Dank dafür. Keine Ursache. Du hast einem alten Mann geholfen. Das hätte nicht jeder. Ich danke dir dafür. Ich muss etwas als Belohnung hier haben. Wenn du gestattest, nehme ich einfach den Bolzen, der die Wetterfahne blockiert hat. Hä? Ah, gewiss. Oh, Mann, ey. Was kannst du denn damit anfangen? Vielleicht Sandigmanns Mühle reparieren. Du bist ein wahrer Schatz für das Auenland. Lustig. Sandigmann, ich hab's.